Und der Krieg in der Ukraine ist natürlich auch das Thema bei dem NATO-Gipfel, denn der startet heute in Madrid. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine will die NATO künftig mehr Soldaten in erhöhte Bereitschaft versetzen. Das hat Generalsekretär Stoltenberg schon vor dem Gipfel angekündigt. Bei dem Spitzentreffen will die NATO auch ihr neues strategisches Konzept verabschieden. Darin sollen die Beziehungen zu Russland und China grundlegend neu definiert werden. Was ist noch vom Gipfel zu erwarten? Das hat Laura Kippelsberger für Sie zusammengefasst. Wie sich die Bilder ähneln. Eben noch G7-Gipfel im bayerischen Elmau, jetzt NATO-Gipfel in Madrid. Naturgemäß auch hier hohe Sicherheitsvorkehrungen. Und der spanische Gastgeber gibt die Zeichen vor, die über diesem Zusammentreffen stehen. Wir müssen eine Botschaft der Abschreckung senden. Auch NATO-Generalsekretär Stoltenberg nennt diesen Gipfel historisch. Wir wollen einen Status erreichen, in dem wir fähig sind, uns in einer gefährlicheren Welt zu verteidigen. Es ist notwendig, mehr in unsere Verteidigung zu investieren. Auch die Ukraine braucht mehr Unterstützung im Angesicht einer Brutalität, die es so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben hat. Dazu soll es neue NATO-Strukturen geben. Die schnellen Eingreifkräfte von rund 40.000 auf mehr als 300.000 erhöht werden. Die bisherige NATO-Eingreiftruppe NAF wird umgebaut. Streitkräfte werden dann bestimmten Gebieten zugeordnet. Deutsche Soldaten, wie hier bei einer Übung, könnten dann litauische Truppen im Fall eines Angriffs unterstützen. Ein Signal, dass Europa einsatzbereit ist gegen ein aggressives Russland, sagt US-Journalist Kirschbaum. 300.000 ist eine Menge. In den Kalten Kriegjahren waren 400.000 amerikanische Soldaten in der BRD. Man kann sehen, was für Dimensionen. Das 300.000 ist wirklich ein Bollwerk. Ein Bollwerk gegen Putin. Dazu würde auch der NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens gehören. Doch hier signalisiert die Türkei bis jetzt keine Kompromissbereitschaft. Ganz anders diese Geste. Beim zweitägigen Madrider Gipfel wird der Präsident der Ukraine Volodymyr Zelensky voraussichtlich per Videoschalte teilnehmen. Darüber möchte ich sprechen mit meinen Kollegen. In Madrid ist Michael Wühnweber und aus Moskau ist mir Christopher Wanner zugeschaltet. Der NATO-Gipfel beginnt in Madrid, das tun wir jetzt also auch. Und Michael, es ist wirklich das Gipfeljagen, gerade eine nach dem anderen. Erst die EU, dann G7, jetzt der NATO-Gipfel. Inwiefern bauen diese auch aufeinander auf? Ja, vielleicht ist der NATO-Gipfel ja tatsächlich der wichtigste Gipfel hier in Madrid von diesen drei Gipfeln, auch wenn aus deutscher Sicht G7 natürlich sehr im Fokus steht. Aber hier geht es tatsächlich darum, sich jetzt fit zu machen im Kampf gegen Russland und die NATO umzubauen, die NATO zu ertüchtigen. Und drei Punkte muss man da herausgreifen. Es geht um ein strategisches Konzept hier in Madrid. Im alten Konzept war Russland noch als strategischer Partner genannt. Davon kann natürlich jetzt keine Rede mehr sein. Dann geht es darum, der Ukraine unter die Arme zu greifen. Der NATO-Generalsekretär hat mit dem ukrainischen Präsidenten ja erneut telefoniert und da ging es natürlich wieder um die Lieferung von Waffen, da geht es um die Lieferung von Raketenabwehrsystemen, also auch da wird ein Zeichen erwartet und dann geht es um die Ertüchtigung der NATO, Abschreckung und Verteidigung. Da ist ja gestern der NATO-Generalsekretär vorgeprescht mit der Ankündigung, dass die NATO Response Force, die NRF, dass die auf 300.000 Mann verstärkt werden soll. Bisher hat diese Truppe 40.000 in unterschiedlichen Mobilisierungsgraden. Die Aufstockung auf 300.000 wird natürlich nicht von jetzt auf gleich zu schaffen sein. Und wie das genau aussieht, ist auch noch nicht durchdekliniert. Aber das ist ein ganz klares Signal, dass man sich doch deutlich verstärken will und deutlich dann auch schneller im Zweifel reagieren will. Michael, vielen Dank für diesen ersten Ausblick. Du berichtest für uns weiter aus Madrid. Und damit schauen wir nach Moskau, denn Christoph Wanner, der Kreml wird ganz genau auch auf dieses Treffen natürlich blicken. Und wir haben jetzt schon vom früheren Präsidenten Medvedev gehört, eine erneute Drohung gegenüber dem Westen, wenn es eine Norderweiterung der NATO geben wird. Entwickelt er sich da jetzt auch zum Mann fürs Grobe im Kreml und vor allem, wie ernst sind diese Worte zu nehmen? Lass uns da etwas genauer darauf eingehen. Medvedev hat gesagt, dass die Finnen und die Schweden, also die Norderweiterung, unterm Strich für Russland kein Problem sei. Man habe mit den Schweden und den Finnen keine Schwierigkeiten, keinen territorialen Streit. Die Finnen und die Schweden, die waren ja
und de facto auch sowas wie assoziiert mit der NATO, also haben immer schon Kooperation betrieben auf die eine oder andere Weise. Also haut das hier, um das salopp zu sagen, in Moskau keinem vom Hocker. Und da hat sich also auch Medvedev zurückgehalten. Er hat gesagt, gut, wir werden dann aufrüsten an unseren Grenzen mit konventionellen Truppen. Wir werden aufrüsten mit unseren Nuklearstreitkräften. Immer wieder Stichwort Iskander-M, die Kurzstreckenraketen, die ja auch mit nuklearem Gefechtskopf bestückbar sind, an die finnische Grenze, nach Kaliningrad in die Exklave, nach Belarus zum Diktator Lukaschenko, mit der Einschränkung, dass Lukaschenko diese Raketen bekommt, aber ohne die nuklearen Sprengköpfe, die werden die Russen weiter kontrollieren. Aber dann, und jetzt gehen wir weiter, hat Medvedev losgelegt und war wieder außer sich über Telegram und hat gesagt, dass ein NATO-Beitritt der Ukraine, das würde alle rote Linien überschreiten, denn dann könnte der Dritte Weltkrieg drohen. Man müsste sich nur mal vorstellen, so mit Medvedev weiter, dass irgendjemand die Krim angreift. Die Krim betrachtet Russland als sein Staatsgebiet und dann würde es sozusagen zum Bündnisfall kommen, Artikel 5 des NATO-Vertrages, und dann hätten wir diesen Krieg. Mit anderen Worten, ein NATO-Beitritt der Ukraine ist für Russland ein absolutes No-Go, ein absolutes Tabu. Und da ist Medvedev wieder in Rage geraten. Jetzt muss ich mich nur kurz korrigieren. Er hat das nicht über Telegram gemacht, wie er das oft macht, sondern über ein Interview in Argumente i Fakti in einer russischen Zeitung.